Jo, Freunde, wir haben jetzt noch 35 Minuten bis zu der hoffentlichen Highlight-Location. Langsam wird uns anders. Es ist so wie bei dem Finale der Frankreich 2.0-Tour. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Die Aufregung steigt. Die Aufregung steigt und das Adrenalin steigt auch langsam an. Warum machst du da nicht Blitzlicht an? Weil es hell genug ist. Sicher? Klar. Guck mich doch mal an. Boah, krass. Ja gut, okay. Heftig. Der Stift malt schon, meinst du? Genau das. Der Stift malt schon. Also der Stift malt noch nicht, aber wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit. Ja, gleich malt er. Jetzt hat er gerade Hallo gesagt. Ja, er komprimiert sich langsam. Und gleich kommt er dann so raus. Hast du den kleinen Streifen in der Unterhose? Ja, war bei Schloss Secret nicht anders. Nee. Vor allem haben wir bei Secret, glaube ich, eine Stunde gebraucht, bevor wir überhaupt mal da drin waren, ne? Ja, dieses Gelände alleine, weil das so riesig war, ne? Ja, oh mein Gott. Leute, es könnte gleich ein bisschen spannend werden. Nur ein bisschen, Alter, nur ein bisschen. Mach mal einen ruhigen jetzt hier, sonst hängen wir gleich im Graben irgendwo, ne? Das, was jetzt auch anders ist als bei Secret, ist, dass Secret hatten schon andere internationale Urbexer gefilmt. Stimmt. Das ist jetzt nicht der Fall. Das ist jetzt so exklusiv. Exklusiv und explosiv. Ja, genau. Ja. Das kann natürlich auch was Schlechtes bedeuten, weil es auch bedeuten könnte, dass das Ding zum Beispiel zu ist oder bewacht. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Aufnahme. Alter, es ist schon so übelst eine Lonely Street hier, ne? Hier wird doch nie einer hochfahren. Vor allem, wir haben, glaube ich, gerade von Weitem irgendwie Feuer da oben gesehen. Auf jeden Fall war da richtig helles Licht und Rauchwolke. Könnte jetzt sein, dass wir da ankommen und das Ding brennt oder so. Oder da vor bei dem Haus ist irgendwie eine fette Party und die machen Feuer. Ich kann es mir nicht vorstellen, Mann. Aber Alter, ich mach mal einen Nightshot an. Ich krieg grad echt Schiss, ne? So, jetzt müssten wir. Links geht's zum Friedhof und zur Kapelle und geradeaus geht's halt direkt dahin, ne? Die Frage, was wir jetzt machen. Und zu Fuß? Ja, ne? Ich würde sagen, Alter, weiß ich nicht. Guck mal da hinten. Kann ich nicht lang. Kannst du dich hier nicht irgendwie mal hinstellen? Doch, können wir machen. Weil vielleicht gehen wir einfach erstmal zu Fuß hier hoch. Wir können nicht von der Seite dahin. Das ist viel zu hügelig hier. Wir können nicht da hier durch den Wald laufen, Alter. Nee, hast du recht. Wir müssen. Ist hinter mir ein fucking Kreuz, Alter? Nee, ist ein Schild. Boah, Leute, das wird wieder was, ey. Ich lass die Kamera einfach laufen, ne? Ja, ich hol mal die Infrarotlampe auf. Alter, Scheiße. Das Ding brennt echt, ey. Boah, ich hab jetzt echt Angst, ey. Backenkoffer mitnehmen? Nee, ne? Erstmal nicht, ne. Erstmal die Lage checken gehen. Dann aber nur eine Nachtsicht-Camcorder, ne? Ja. Das wird dein Auto kommen. Da ist unten direkt die Straße, Bro. Ja, okay. Boah, aber es ist alles düster. Weiß ich nicht, was wir gerade gesehen haben mit diesem Feuer. Weiß es auch nicht, ey. Wir werden es gleich rausfinden. Stell dir mal vor, das ist paranormal gewesen. Alter, auf mit sowas jetzt. Ja, aber wir sehen von hier jetzt nichts. Wir sind doch beide sicher, dass wir es gesehen haben. Vielleicht war das auf einem anderen Hügel, Mann. Hör mal auf. Sah nicht aus wie auf einem anderen Hügel, Taco. Wir werden es gleich rausfinden. Ich sag dir, ey, das ist so ein richtig paranormales Teil. Jetzt hör doch mal auf, Mann. Der kriegt Angst da vorne. Wenn du mit paranormal wieder anfängst, ja, ich will davon nichts hören jetzt. Ach, Herr Söhne, haben Sie sich nicht so.
schlimmsten Fall machen wir das Ding halt bei Tageslicht. Wenn wir jetzt da irgendwie bei den Nachbarn mitbringen, aber dann müssen wir halt bei Tageslicht durch den Wald kämpfen. Das ist unsere letzte Chance. Kannst du einmal herkommen und Ticken leuchten? Zeichen angucken. Ist die Türen verriegelt? Nee. Fuck, jetzt weiß halt das Auto, ne? Das können wir jetzt wahrscheinlich komplett knicken. Gucken, wie lange er jetzt hinterher fährt. Dashcam hast du ja mit Start, ne? Ja. Kam der von um die Ecke gefahren? Ich glaube nicht. Ich glaube, der kam vom Gelände. Ich glaube auch. Das hätten wir gesehen, wenn von oben wer gekommen wäre. Er ist wahrscheinlich direkt in sein Auto gesprungen. Mach mal irgendwo Navi hin, wo weil. Ist denn der Scheiß Campcorder hier? Ich habe keinen Bock, irgendwo ins Deadland zu fahren, oder ich mach schon. Fahr vorsichtig. Ich weiß halt nicht, was der jetzt von uns will, ne? Warum fährt er uns wahrscheinlich nur uns verjagen, will das Auto sehen, das Kennzeichen sehen. Okay, Freunde, wir haben auf einmal eine Taschenlampe gesehen bei dem Grundstück, wo wahrscheinlich der Nachbar wohnt. Und ja, der fährt uns gerade hinterher. Wir sind zum Auto gerannt. In dem Moment, wo wir ins Auto sind, ist der schon losgefahren. Und jetzt fährt er uns hinterher. Ja, das ist genau das Auto, was da stand. Das ist genau das Auto, was da stand. Der ist direkt hinter uns. Mal gucken, wie lange der uns jetzt hinterherfahren will. Wir hätten da nicht aufs Grundstück gehen sollen. Ja, aber wir wussten es doch nicht, ey. Ja, nee. Wir hätten es auch nicht wissen können. Das Ding geht wahrscheinlich nur, wenn er irgendwo hinten durch den Wald geht. Wir haben kein Licht, wir haben geflüstert. Ja. Er will uns jetzt wahrscheinlich die ganze Nacht hinterherfahren, ich sehe schon. Glaube ich nicht. Oder ruft die Polizei oder sowas. Kann auch sein. Was soll er machen? Lieber, wenn die Polizei dabei ist, anstatt wir mit ihm alleine. Keine Ahnung, was der von uns will. Aber das ist das Auto, was da stand. Hundertprozentig. Ja, der ruft die Safety Call, die Polizei und gleich müssen wir uns erklären. 100 pro. So wird es doch enden. Warum soll er uns sonst die ganze Zeit hinterherfahren jetzt? Er kann uns ja nicht ewig hinterherfahren. Das überholt er. Ja, jetzt will er uns anhalten. Meinst du? Ja. Ja. Dreh hier. Dreh hier. Halt an, dreh. Oh, hier sind Kreisel, gut. Er dreht wieder um. Zu ihm jetzt hinterherfahren? Ja klar, warum nicht? Wir haben ja nichts verbrochen. Oder meinst du, das waren vielleicht Urbexer? Auto direkt hinter uns. Alter, das kommt mir gerade alles voll komisch vor.
fahren wir ein bisschen langsamer, als der uns überholt. Gerade. Ja. Junge, wir sind gerade mal darauf zugegangen. Es kann doch nicht sein. Es gefällt mir nicht hier gerade. Warum fährt er denn auch so nah hinter uns? Ja, warte, geh mal vom Gras. Musst du irgendwo drehen. Ja, und dann? Wohin? Ich kann irgendwie weg erstmal, Alter, ohne Scheiß. Ich hab ein schlechtes Gefühl gerade. Fahren wir erstmal wieder in die andere Richtung. Ist er das wieder? Nee. Nee. Oder? Mann, ich wollte hier drehen, Digga. Kommt ein LKW. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, Vollgas, Vollgas, Vollgas. Meine Güte, warum hält der denn hinter mir? Fahr darüber. Ja, warum hält der denn hinter mir, dass ich nicht mit dem Arsch mehr drehen kann? Der wollte auch wenden. Ja, aber dann halt doch nicht direkt hinter mir, Junge. Ja, aber warum? Ey, das ist mir alles hier gerade. Oh. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt, ich stech mir in der Brust, ey. Mein Mund ist komplett trocken. Das ist ja, was war denn das für eine Aktion, Alter? Ja, als die Huren und Söhne können wir da jetzt auch nicht mehr aufkreuzen. Auf gar keinen Fall. Wir können da mit dem Auto überhaupt nicht mehr aufkreuzen. Wir sind uns gerade komplett verschissen, Alter. Oh, jetzt habe ich bei jedem Auto hinter uns Angst, dass die das wieder sind und irgendwie für uns verfolgen oder keine Ahnung. Okay, wenn da irgendwas ist, ich mach erstmal Kamera wieder aus. Ist der das? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht, das ist ein anderes Auto. Machen aber auch Stress hier, ne? Ich bin ja auch mit dem Tempo den Menschen schon drüber. Vorstellen, dass das auch Urbexer waren. Das war ja das Auto, was da stand, oder? Ja, ja. Ich habe das halt nicht so gut gesehen, das Auto. Du warst ein bisschen näher, glaube ich. Das war das hundertprozentig. War gut, dass wir direkt gefahren sind, ey, ne? Ja. Alles steil da. Das ist wahrscheinlich noch ein Burggraben, Alter. Auf gar keinen Fall mache ich das bei Nacht. Auf gar keinen Fall. Nicht, wenn man nicht weiß, ob es überhaupt einen Eingang gibt. Auf gar keinen Fall. Höchstens morgen früh nochmal irgendwie da bei der Kapelle und dann durch den Wald. Dann okay. Aber dann auch mit anderen, keine Ahnung. Und so, ja. Ja. Ich meine, er hat unsere Klamotten jetzt nicht gesehen, aber das Auto hat er halt... Dass man sich mal schnell hinlegen kann oder sonst was. Ne? Das Auto hat er halt gesehen. Dann könnt ihr halt versuchen, dann morgen irgendwie mit der Drohne da hochzufliegen, gucken, ob das Auto da wieder steht. Scheiße. Aber warum fährt er dann noch so weit und weg?
wo er uns überholt hat, dachte ich, jetzt war es das. Der stellt sich jetzt quer auf die Straße und stellt uns zur Rede. Aber er hat wahrscheinlich auch das Schild gesehen und die Dashcam und... Ja, jetzt mal no joke. Meinst du, es könnte auch sein, dass der uns gar nicht... Also, dass der... Na klar, er hat uns vor sich auf der Straße gesehen. Aber vielleicht ist er auch einfach nur irgendwo hingefahren. Aber nee, dann wäre Licht auch angegangen im Haus oder so, ne? Es war komplett dunkel, da kam mit der Taschenlampe da raus. Deswegen meine ich ja vielleicht Urbexer. Versteck dich erstmal hier irgendwo, ey. Da ist auch einer da. Also Leute, nochmal kurz zusammengefasst. Es führt eine Straße dorthin. An dieser Straße ist ein Wohnhaus, wo wir eigentlich gehofft haben, da wohnt niemand. So, wir standen ungefähr 20 Meter von dem Wohnhaus entfernt und haben gelauscht. Wir haben kein Licht gesehen. Wir haben was gehört, so ein metallisches Klacken immer, ne? Ja, also als wenn, also wir dachten auch erst, vielleicht sind da andere Urbex oder so, aber es wäre zu weit weg noch gewesen, das Schloss. Ja, okay. Dann haben wir abgewartet. Auf einmal haben wir Taschenlampenschein hinter dem Wohnhaus gesehen. Wir sind übelst leise losgerannt auf Zehenspitzen zum Auto, sind ins Auto eingestiegen und dann haben wir im Rückspiegel schon Autoscheinwerfer gesehen. Und das war genau das Auto, was neben diesem Wohnhaus geparkt hat. Was meint ihr? Der hat gemerkt, dass wir da sind, vielleicht uns auch gesehen, aus dem Fenster beobachtet oder so. Wir sind wahrscheinlich zu nah dran gegangen. Ja. Weil wenn er Fenster auf hatte oder so und noch nicht geschlafen hat oder vielleicht hat er auch geschlafen, ist da, ja gut, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er von uns wach geworden ist. Vielleicht aber auch doch. Er hatte bestimmt Fenster offen oder so. So, und wir waren ja wirklich schon an seiner Einfahrt und haben dann auch das Auto gesehen und sind direkt wieder zurück. Aber du hörst ja auch direkt, wenn du vor deinem Haus Schritte sind. Du kennst ja, es knirscht ja so, ne? Es knirscht. So, und dann unser Geflüster, da hat er wahrscheinlich schon aus dem Fenster geguckt, uns gesehen. So, und dann hat er halt sich überlegt, der konfrontiert uns jetzt wahrscheinlich, ne? Es kam mit Taschenlampe raus. Er ist uns hinterhergefahren, hat uns dann aber irgendwann überholt und ist dann einfach weitergefahren, so, ne? Das habe ich auch nicht ganz verstanden. So, stell mal vor, das war ein Einbrecher. Und dieses Metallklacken, was wir gehört haben, war er. Und er wollte da einbrechen. Und er hat uns gehört und deswegen Schiss gekriegt und ist losgefahren. Deswegen, Leute, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, wirklich. Wir können uns das gerade überhaupt nicht erklären, was hier gerade passiert ist. Wir müssen uns jetzt erstmal wieder runterfahren. Und es war jetzt halt mega scheiße, weil wir extra für diesen Ort jetzt 4 Stunden hierher gefahren sind. Jetzt stehen wir hier in irgendeiner Wohnsiedlung und quatschen übelst laut. Das ist wahrscheinlich auch nicht das Beste. Wir melden uns gleich wieder. Kamera ist so sick. Jo, Freunde. Die Motivation hält sich in Grenzen, bin ich ganz ehrlich. Wir sind beide komplett fertig von der Aktion gerade. Was soll das? Ich habe nur die Uhr in die Kamera gehalten. Ach so, ja. Wir wissen nicht, was uns jetzt hier erwartet. Wir haben keine Informationen zu dem Ort oder sonstiges. Ist auch wieder irgendein Schloss, Chateau. Und Mason Ryan. Guten Tag. Ja, wir stehen jetzt hier direkt in der Einfahrt, weil hier ist weit und breit nichts anderes. Wir sind jetzt hier komplett im Wald wieder. Also es könnte jetzt auch sein, dass da der Axtmörder auf uns wartet. Ja, wir gucken, ob das was für eine Overnight ist. Komm, ob das was für die Huren und Söhne ist. Erstmal ein bisschen Pipi machen hier. Ja, komm. So, Freunde, es ist richtig frisch geworden. Oh, jetzt müssen wir hier erstmal irgendwie so einen alten Feldweg, so eine alte Zufahrtsstraße lang wandern. Und wir gehen, glaube ich, direkt drauf zu. Auf geht's. Ja,
Damen. Professioneller. Ja. Ah, es macht auch einfach Spaß. Ja, eben. Es hat einfach Stil. Genau. Oder halt auch sowas. Auch nicht nur über Wachen. Der Mond ist komplett am Start. Ist so richtig spooky gerade. Boah, ist das riesig. Ja, das ist echt riesig, ey. Ich bin mal gespannt, ob das noch vom Obernhalt ist. Das wird eine Scheune oder so sein. Alter. Hä? Da steht so ein Stuhl und ein Grill. Ich sag's dir, hier sitzt gleich einer. Ich hab das Ding jetzt auf, dann ist da eine Wurst noch drin. Ja, guck mal, das sieht doch alles auch nicht so alt aus da, ne? Sieht wirklich nicht alt aus, Mann. Keine Ahnung, ey. Geht's da weiter? Hä? Geht's da weiter? Mal gucken. Boah, die Spinnennetze auch dran. Ja, nee, lass mal da. Ja, wir müssen vorne irgendwo lang, ne? Ja, komm. Anzüge hier ganz dreckig. Boah, Scheiße, Alter. Boah, es ist wirklich sehr gruselig. Jungs, ey, wir sind auch in einem Bereich, hier sind bestimmt noch Nosferatu-Spinnen. Kann sein. Oh Gott, hier sind wirklich Spinnen, die sich abseilen. Alter. Creepy, ne? Das ist richtig creepy gerade. Riecht komisch hier. Boah, da oben ist wie so ein Gitter oder so? Haben hier Tiere da oben drin gehalten? Ich weiß es nicht, sieht so aus, ne? Ja. Das ist übel riesig, ey. Da oben ist auf jeden Fall noch krasse Einrichtungen drin. Warte. Ja, oder wir versuchen erstmal da die Treppe hochzugehen. Ja? Ja, wir versuchen die Treppe hoch. Aber du kannst ruhig vorgehen. Ich fand das gerade mal ganz angenehm. Du findest das angenehm, wenn ich vorgehe? Ja. Herr Söhne, der genießt das richtig, der Herr Söhne. Ich finde sie auch wirklich gerade mega spooky, Alter. Wirklich. Richtig unangenehm. Du meinst, da ist gleich so ein Kopf, der so einmal so... Ja, ja. Okay, kann sein. Ich hab einen Dorn, ey. Mach mich die Anziehung kaputt. Aber weiß ich nicht, sieht die Tür aus, als wenn man da reinkommt? Ja, nicht wirklich. Guck mal, die Dornen hier, ey. Nee. Dann doch hier. Komm, ich geh vor. Ja, das hat der Herr Huren ja gerade schon gesehen, aber für den Herr Söhne geht man auch noch mal ein bisschen näher gucken. Ich glaube, du kommst halt von dem Gebäude ins andere rein. Okay. Freunde, in der nächsten Location angekommen. Es sieht hier auf jeden Fall sehr, sehr ranzig aus. Wir haben überlegt, hier zu pennen. Wir gucken uns mal ein bisschen weiter um. Also hier war auf jeden Fall auch mal irgendwie ein Gewehr drin. Kleine Schrotflinte oder sowas. Und das sind auch diese Bettpfannen, oder? Die man so, wo man ja, so ja, Glut ja. reinmacht und dann stellt man, schiebt man das unter die Bettdecke. Genau, wie so eine Wärmeflasche. Dann wartet man, bis das Bett warm ist und dann nimmt man es wieder raus und dann legt man sich rein, glaube ich. Ja. Okay. Ja, super viel Zeug hier. Guck mal auch da diese Geschirre. Ja, so Pferdezeug. Genau. Und das hier war einfach eine riesen Feuerstelle, Kochstelle oder was, Abzugshaube, wa?
Okay, komm, lass uns gucken, ob es hier irgendwas Spannenderes gibt als diesen Ranz. Ja, guck mal, da muss ich auch schon aufpassen, der Boden, ey. Mhm. Schon oben die Feuchtigkeit durch. Super viele alte Zeitschriften hier. Hier Alkoholflaschen. Die sind auch noch zu, ne? Zu? Ja, das hier auf jeden Fall. Ja, dann haben wir doch heute Abend was zum Gönnen, ne? Okay, ja gut, erstmal die Arbeit, dann das Vergnügen. Eine riesige Fluppe. Eine was? Das sah aus wie so eine riesige Zigarre. Hallo? Hier ist niemand, Mann. Ich weiß, dass hier jemand ist, ja. Oh, warte mal. Was denn? Boah, erschreck mich doch nicht, Mann. Ich gehe gerade in den neuen Raum rein, ey. Dreht sich noch um, als hätte es jemand anders gewesen sein können. Boah, guck mal, wie weit ist da noch hinten? Ich weiß, es, ja, das ist dieser Übergang jetzt. Oh ja, das hier sind wir richtig. Boah. Okay. Wird's, langsam wird es interessant. Ja. Hello? Es wird overnight-würdiger. Langsam aber sicher. Alte Küche hier. Ja, hier oben noch die ganzen Gewürze. Okay, immer mal nach hinten gucken. Boah, die Sessel sehen krass aus. Alter. Ja, ganz nett. Ey, das ist doch ein tolles Foto hier. Schönes Familienporträt. Ganz nett, ganz nett, aber. Nett. Das ist trotzdem noch sehr ranzig, also ein Oberneidraum. Ja, guck mal hinten, ey. Das Wohnzimmer, wa? Ja, komm, wir schauen mal. Hallo? Das Ding ist, wenn wir hier Overnight machen, können wir das Auto da vorne stehen lassen? Ja. Ja? Oder? Ja. Ja. Da geht es noch nach oben gleich. Zwei Etagen sogar, wie ich das sehe. Ja. Oh, hier würde ich. Hier würde ich dann wahrscheinlich auch pennen. Oh, guck mal hier, eine riesige Luftaufnahme. Yo, boah, das ist das Ding, ey. Da sieht es richtig clean aus noch. Hier alles der Vorgarten, da war jetzt gar nichts mehr von zu erkennen. Ja gut, es war auch dunkel, aber hier vorne die Kühe auf der Weide. Krass. Heidekrug, Mauritzer Bier. Ist deutsch. Mal wieder. Ist da noch was drin? Nee. Ja, das ist wohl echt hier das schönste Zimmer, wie Leon schon sagt. Und hier noch die Katzenbürste. Hm? Ein schönes Foto. Hier ist auch nicht allzu lange her, glaube ich, dass hier irgendwelche Fotografen hier sich was eingeschenkt haben fürs Foto. So ein Cognac oder so. Weißt du, was geil wäre, wenn hier noch Strom ginge und einen schönen Fernseher anschließen, dann gucken wir hier so einen Film, ne? Boah, das müsste man mal machen, ne? Ey, ohne Scheiß, Leute, wer das hier sieht, bitte empfiehlt uns mal Locations, wo noch Strom geht und irgendwie ein Fernseher ist oder so. Wir bringen uns da so eine Kassette mit, dann gucken die oder so. Das wäre so geil beim Overnight. Aber Licht geht ja, also Strom geht ja generell nicht mehr. Ja, niemals. Ja, mal gucken, aber. Irgendwie so ein Kitzeln in der Nase, ne? Also wie irgendwie Schimmel oder vielleicht ist auch einfach nur Staub. Ja, also irgendwie sehe ich uns hier, ne? Das ist wahrscheinlich auch hier der schönste Raum. Sieht relativ clean aus. Also von diesem Gebäude hier haben wir bisher noch kein Schlafzimmer gefunden. Vielleicht finden wir noch einen geileren Raum. Hier ist auf jeden Fall eine Luftaufnahme, wo das alles noch viel fresher aussieht. Da noch die Kühe auf der Weide. Hier der Vorgarten, von dem gerade gar nichts zu erkennen war. Aber gut, ja, es ist auch dunkel draußen, ne? Ja, ist so creepy. Okay, Küche, ja? Hier ist genau nochmal irgendwie so eine Küche. Ja, voll cute eigentlich, ne? Ja, kleiner, aber fein. Hä? Ich würde sagen, Overnight-Rucksäcke holen, ja, bevor wir jetzt weiter erkunden.
Sicher, sollen wir nicht jetzt einmal unseren Overnight-Rucksäcke holen? Jetzt sind wir einmal hier. Was ist los? Alter, ist das eine Kettensäge? Das ist der Wind. Boah, das hört sich aber unheimlich an, Alter. Das wirst du heute Nacht hier hören, Mann. Boah, Gänsehaut, als wenn jemand so... Töte mich, bitte töte mich. Ja, weiß ich nicht. Das ist die erste Bekanntschaft mit dem Heiliggeist, Marco. Hier, Kalender von 2001. Na. Ich sag mal, könnte gepflegter sein, unsere Person hier. Ja, wir sind jetzt durch die vergangenen Nächte Bestes gewohnt. Ja. Schon mal nochmal gereinigt werden hier, aber. Ja, ein paar Puppen hier. Ey, seht ihr das? Hier hat nochmal irgendwer richtig einen reingeknödelt in dieses trockene Klo. Da liegt einfach so eine vertrocknete weiße Wurst. Das will ich auch sehen. Eher so Köttel oder so. Interessiert das jetzt auch, wie das aussieht. Wow. Oh, Alter. Die Puppen, ne? Oh mein Gott. Die sehen richtig unheimlich aus. Hier Alter, was mit diesen schwarzen Augen? Ja, Mann. Die setze ich dann heute Nacht neben deinen Schlafsack, wenn du schläfst. Ich hab grad tatsächlich von oben ein bisschen was gehört. Ja, vielleicht war das ja aber doch nicht der Wind. Hör auf. Hier guckt man nach draußen in den Innenhof. Das ist echt eine Horror-Location. Hey, Overnight im Horror-Mansion. Ja, Overnight im Horror-Mansion, safe. Oh mein Gott. Ja, also der Raum, der ist schon geil hier. Ja. Hier ist auch eine Couch, den genau, Tisch und genau. So. Ja, wir haben jetzt 2 Nächte im Hotel gepennt. Jetzt die letzten beiden Tage jeweils nur eine Location erkundet. Wir können jetzt nicht wieder ins Hotel fahren. Nee. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Leistung, ein bisschen abliefern hier. Genau. Mal ein bisschen uns in den Dreck legen. Ja gut, wir können zeigen, wie hart das Leben als YouTuber. Ja, wir können gleich nochmal uns alles ein bisschen genauer anschauen. Wir müssen erstmal jetzt hier fürs... Hier penne ich nicht, Junge. Was? Hier penne ich nicht, Alter. Guck mal, wie die bereit ist. Die ist bereit für mich, ich sage es dir. Das ist eine Nosferatu-Spinne. Auf gar keinen Fall. Doch, die springt gleich mich in den Schlafsack an. Auf gar keinen Fall. Doch. Die sitzt da in ihrem Loch und guck doch mal, die ist bereit. Die hat die Fühler so ausgestreckt. Die ist bereit, dass da eine Fliege ins Netz fliegt. Die ist bereit, dass hier ein Mensch langläuft, den sie killen kann. Die ist bereit, dass sich hier ein Leon in seinen Schlafsack legt, damit es dann in sein Po-Loch reinkriechen kann. Dann legt es Eier in deinem Darm und dann kriechen dir Spinnen aus allen Körperöffnungen. Junge, ich schlafe gleich wirklich. Du kannst dir alleine pennen. Ich penne im Auto, ey. Komm, wir müssen nach oben. Ja, wir müssen nach oben kommen. Geh mal vor. Ein Bloody Mary-Spiel. Hallo? Oh, die Treppe ist schon ein bisschen schräg, aber eigentlich wirkt der Ort safe. Die Treppe passt ja zu dir. Ah, nee, alles gut. Guck mal, haben sie hier gefixt mit Tape. Alles gut. Boah, sieht schon unheimlich aus. Die ist echt verdammt schräg. Ich glaub, das ist so. Guck mal, das war auch früher so. Glaube ich nicht. Siehst du hier unten an den Leitungen, die sind auch schräg. Also es sieht aus, als würde das schon halb zusammenbrechen, die sind aber glaube ich nicht. Siehst du, wie schräg die Leitungen auch sind unter der Heizung? Das ist einfach hier schräg gebaut so ein bisschen. Oh, hier sind Schlafzimmer dann. Und noch mehr Schlafzimmer. Mit einem kleinen Gorilla-Baby auf dem Bett. Hallo? Boah, krass, da geht's auch noch weiter. Ja, hier ist ein Bett. Da ist ein Bett. Wie gesagt, also wir werden jetzt hier wohl ein Overnight machen. Wir gucken uns dann gleich alles noch ein bisschen genauer an. Erstmal die Lage checken, dass wirklich alles safe ist. Also höchstwahrscheinlich ist alles safe. Aber irgendwie hat man dann doch ein besseres Gefühl, wenn man einmal alle Räume gesehen hat. Boah, krass. Das finde ich sehr, sehr unheimlich. Auch mit diesen alten Puppen hier drin. Alter, wie viele Schlafzimmer, wie viele Betten. Ja,
Hey, da drüben sind noch mal zwei Schlafzimmer. Echt? Ja. Ja, hier wird eine ganz große Familie gewohnt haben. Definitiv. Alter, hier das ganze Kinderspielzeug. Ja, krass, ne? Wow. Da kannst du dann auch dich noch ein bisschen beschäftigen mit Spielzeug. Hey, wir können uns auch einfach vorlesen. Ne? Wir können uns doch hier einfach in die Betten kloppen. Nee, Mann. Ach komm, da auf hinten, guck mal, da sehe ich dich. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Aber das einfach so, wie so, es ist. Das kenne ich ja vom Bubson, da muss ich auch genug daneben liegen. Liegst du dann auch immer in diesem Spielzeugberg drin und schläfst? Ganz genau, ich liege dann im Spielzeugberg. Oh, hier, Alter, alles voll mit so Barbie-Puppen. Oh, guck mal hier, sogar. Oh, jetzt kannst du dir selbst zusammenbauen. Taco, nein, das ist noch nichts für deine Augen. Das darfst du noch nicht sehen. Keine nackten Puppen, die haben nichts an. Okay, später. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Also, ich glaube, wir werden hier heute Nacht eine Menge Spaß haben. Hier war auf jeden Fall ein Perversling. Aber ganz ehrlich, das waren wahrscheinlich die Kinder selber, die Perverslinge. Wer hat es nicht früher gemacht? Immer die Barbie-Puppen genommen und dann Sex gehabt. Hat jeder gemacht, oder? Hast du es nicht gemacht? Was? Nicht? Ich habe früher Barbie-Puppen ausgezogen und Ken und Barbie haben dann es richtig hart getrieben. Ja, habe ich auch gemacht. Ja, guck. Okay, also, ich würde sagen, wir gucken uns gleich noch alles genauer an. Wir checken jetzt hier erstmal noch, vielleicht nochmal den Dachboden kurz. Ja, mal hier in dem Bereich. Wieso gleich? Wir brauchen noch eine Overnight-Rucksäcke holen, dann können wir noch was zu essen machen, chillen und pendeln. Lass doch jetzt in erkunden in Ruhe. Willst du gleich hier nochmal durchrennen, oder was? Ja, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie wir holen jetzt die Overnight-Rucksäcke erstmal und dann machen wir nochmal so ein paar Detailaufnahmen. Ja, die kannst du auch, ja, die Detailaufnahmen, okay, aber ich gehe jetzt hier durch und gucke mir alles an. Gut. Boah, auch wieder eine Spinne. Ach, Leon, ey. Ach, Scheiße. Na gut. Da geht's halt noch auf den Dachboden hoch. Wenn Leon jetzt hier drüben schon weiterzieht, dann muss ich wohl alleine mal ganz kurz da hochschauen. Boah, krass, wie viele Bücher. Ist auf jeden Fall alles krass zerwühlt, ne? Das muss man schon mal sagen. Hier geht's auf den Dachboden, ey. Oh. Hier sind halt die Waschbären zu Hause wahrscheinlich. Boah, ist das riesig, ey. Oh, Alter. Ist das spooky. Das sieht richtig gruselig aus. Dieses Bild da hinten. Oh, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Alter, das ist das absolute Horrormenschen. Irgendwer hier so präpariert. Für ein Foto. Was sind denn das für komische, gruselige Kuscheltiere? Und hier. Diese Frau. Das macht's auch nicht besser hier. Oh mein Gott. Ich guck hier gerade diese Treppe hoch und man sieht hier diese Ecke. Mit diesen Bildern. Boah, das ist straight out aus dem Horrorfilm. Hier geht's halt noch weiter. Gott. Oh Gott, ich scheiß mich gerade so ein, ne? Lacht euch ruhig kaputt da draußen. Lacht euch ruhig kaputt. Kommt ihr mal hierher in den südlichsten Teil von Frankreich. Mitten in der Pampa. Und erkundet hier alleine so einen Horror-Menschen-Dachboden. Ah, nee. Aber von der Ecke hier oben, von der erzähle ich Leon erstmal nichts. Das kann er sich nachher schön alleine nochmal angucken gehen. Ja? Ja, so machen wir das. GoPro, Aufnahme, Stopp. Akku? Ja? Ja.
Nee, alles gut. Was ist das denn hier? Was? Stuhl, wirklich wie aus dem Powerfilm. Alter! Krank, ne? Oh. Ja, ich der. Das Ding ist einfach spooky. Ich zeig dir nachher noch was Schönes, aber lass uns erstmal die Overnight-Rucksäcke holen, würde ich sagen. Mal hier. Oh mein Gott, auch diese Maske. Warum steht hier ein fucking Zahnarztstuhl oder Untersuchungsstuhl? Ich weiß was auch immer. Nicht. Frauenarzt-mäßig. Oh, guck doch nicht so dann in die Richtung. Ach, hier ist so ein offenes. Ja. Hier ist ein Balkon oder was? Ach du heilige Mariah. Oh hier. Les Medicines de Pevres. Was ist das? Pflanzen? Pflanzenheilkunde? Oh mein Gott. Alter. Auch geil irgendwie. Boah, guck mal hier, so ein Rollschuh. Zieht euch das mal rein, ey. Gucken wir mal. Boah. Alter. Dude. Stimmt. Das hätte irgendwie was hier, ne? Ich finde das irgendwie geil hier. Ich finde das auch geil. Digga, lass uns hier pennen. Guck dir mal die Aussicht an. Ja. Morgen früh, wenn es hell wird. Ja gut, der Baum ist ein bisschen im Weg, aber ich glaube auch, das wird cool. Den Segen war weg. Ja, okay. Ja, aber damit wir nicht selber, da beauftragen wir eine Firma für. Natürlich. Ich meine, die Baubexer kommen ja nächste Woche nach. Ne? Die Baubexer, Baufirma Schritte. Baufirma Schritte. Ja. Geben wir einen Auftrag. Die sollen den Baum ja gleich mal entfernen. Aber okay, lass uns mal die Overnight-Rucksäcke holen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und dann habe ich eine Überraschung für dich. Das darf ich dann erst dann sehen. Mhm. Ich muss mir noch überlegen, wie ich dir die würdig präsentiere. Das ist ein Riesenklotz, ne? Das hier drüben ist halt alles nur Scheune, Werkstatt. Genau. Und das ist das Wohnhaus hier, wo wir jetzt gerade durch sind. Oh, jetzt müssen wir wieder komplett durch dieses ganze Gebäude, ey. Ja, einmal durchs Labyrinth wieder zurück. Ja. Na gut, ihr werdet das alles nicht sehen. Wir holen jetzt die Oberhand-Rucksäcke und sehen uns dann gleich wieder. Ich würde auch sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir mit den Rucksäcken wieder hier drin sind. Abfahrt. GoPro-Aufnahme, Stopp. Fick doch mein Leben. Jo Leute, wir sind eben zurück zum Auto gegangen. Da hat da oben auf einmal, keine Ahnung, irgendwo oben im Wald ein Hund gebellt. Jetzt haben wir das Auto hier direkt aufs Gelände gefahren. So, dann können wir hier morgen einfach wieder direkt rausfahren. Stellen wir noch die Wildkamera. Im Auto auf oder vielleicht da an der Mauer, da an der Säule oder so, da an diesem schwarzen Kabel oder so oder auf den Stromkasten. Naja, wir stellen auf jeden Fall jetzt noch die Wildkamera auf, dass falls heute Nacht hier irgendwer herkommt oder ans Auto geht oder sonst was, wir das drauf haben. Genau, jetzt packen wir die Rucksäcke und dann gehen wir rein. Aufnahme, Stopp. Aufnahme beenden. GoPro, Aufnahme stoppen. Alter, das ging doch immer ganz Zeit so gut. Aufnahme stopp. GoPro, Aufnahme beenden. Die Tür schon zu machen. Dann sperrt uns der ein, weil von der anderen Seite ist auch ein Riegel. Ja, irgendwie schon. Wenn ich die Tür auftrete. Das Sofa ist schon irgendwie ein bisschen geil, ne? Ja. Kann ich mir auch für zu Hause vorstellen. Ja, hat schon Stil. Hier aus dem Raum habe ich das schon früher gemacht, aber aus dem anderen halt nicht. Ja.
Ja, ich gehe gleich noch mal eine kleine Runde reinspazieren, 10 Minuten oder so. Und noch mal. Meine Kamera haben? Ja, ich brauche mit dem Handy. Mach ich auch. Also ich kann dir die alle schicken, ne? Mit meiner Kamera, die sind natürlich stärker. Ja, ich mache auch gleich Hochkant halt. Schießen sie uns wirklich ein. Kommt keiner. Das wäre beschissen. Dann springen wir hier unten aufs Dach. Wie ist das Dach, Alter? Dann müssen wir da in den Baum rein, ey. Gibt's halt mal. Na gut. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, Mann. Ja, Freunde, hier ist wie so ein großer offener Balkon. Man guckt hier auf das Haus, auf das Gelände. Hier drüben guckt man noch auf so ein bisschen Stadt. Wir werden uns jetzt hier unser Nachtlager errichten. Hier so ein Hund gehört und so. Wir haben jetzt das Auto auch direkt hier vorne geparkt mit Wildkamera und allem drum und dran. Aber ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, ne? Ich auch, ja. Also ich glaube, dass wir diesen Säulen, den Köpfen hier direkt an der Wand. Ja, ne? Ja. Das ist ein good plan, ey. Sehr geil. Das ist doch mal ein geiler Overnight-Spot. Eine tolle Immobilie für die Huren und Söhne. Sehr schön. Cool. Nicey dicey, Alter. Ein bisschen Stimmung. So, ja. Fein. Oh ne. Wie genau ein Spiel jetzt reingestellt? Muss verraten? Wahrscheinlich. Du machst bestimmt so eine Timelapse-Aufnahme oder sowas gerade, oder? Nee, ich lasse einfach so laufen. Okay. Die Aufnahme musst du mir schicken, weil ich habe nicht mehr so viel Speicher. 17 Minuten und dann muss ich schon ein neues Display reinknallen. Hier ist auch ein Stuhl für dein Zeug. Das ist ja ein Taschentuch oder irgendwas, damit man den Stuhl ein bisschen sauber machen kann. Hier draufsetzen. Ja. Ich glaube, ich habe hier keine mehr. So, Freunde, ihr seht nur noch Rotlicht am Start hier. Da wird jetzt erstmal ein schönes Wässerchen aufgekocht für die Instant-Nudeln. Jo, die Hunde drüben im Dorf waren die ganze Zeit am Eskalieren und wir hatten ein bisschen Sorge, dass es wegen uns ist. Ja, wir hatten ja halt vorhin, wo wir den Schlafplatz aufgebaut haben, mega die Festbeleuchtung am Start und ich kann es euch ja mal zeigen. Vielleicht sieht man das. Genau, da drüben seht ihr Lichter und ja,
Also wahrscheinlich sieht man das sofort, wenn hier oben jemand ist in diesem Gebäude, man hier Licht macht, gerade hier auf diesem Balkon. Ich hoffe, uns hat bis jetzt niemand bemerkt. Und wenn, hoffe ich, dass da niemand irgendwie die Polizei ruft und wir heute Nacht noch Besuch kriegen. Und ich hoffe auch ehrlich gesagt nicht, dass einer von den Bewegungsmeldern losgeht. Da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Wenn ich nachts dadurch aufwache, ne, dann habe ich wieder so Herzrasen und Puls, dann brauche ich wieder eine Stunde lang, um einzuschlafen. Oh, mal gucken, ob es wirklich der Horror-Overnight oder ja, der Overnight im Horror-Menschen oder der Horror-Overnight im Horror-Menschen wird. Leute, wir werden sehen. Wir machen uns jetzt hier, wie gesagt, noch ein bisschen was zu futtern. Ich sag schon mal gute Nacht. Wir sehen uns hoffentlich erst morgen früh. Good night. Bye, bye. Richtig gut gepennt. Ja, zwischendurch irgendwie ein-, zweimal wach geworden, weil man sich umgedreht hat. So ist das halt, immer noch auf der Isomatte pennt. Der Leon, der pellt sich auch gerade schon raus. Dem Leon hat auch hier gerade schön die Sonne ins Gesicht gestrahlt. Ich hoffe, die kommt jetzt hier gleich mal rum, dass ich auch was abkriege. Aber sonst war die Nacht echt recht entspannt. Ja, was heißt recht entspannt? Die war gut. Die war gut, die Nacht. Ja. War gut. Leon hat irgendwie mal ein Kind gehört. Ein Kind lachen oder so, aber das kommt, denke ich mal, von hier drüben, von den Häusern. Das ist auch komplett überbelichtet. Aufnahme, Stopp. Ja, Leon hat irgendwie mal ein Kind gehört, aber ich denke mal, das kam irgendwo von da drüben, von den Häusern, weil ich habe auch gerade irgendwie Stimmen gehört. Die Häuser sind halt echt nicht weit weg. Ich zeig's euch gleich nochmal. Und ich habe irgendwie mal einen Motor gehört, aber hier drüben sind halt auch die Felder von den Bauern. Das hat sich irgendwie angehört wie ein Trecker oder ein Quad oder so, keine Ahnung. Aber ja, ich denk mal, es war halt irgendwie auf dem Feld oder auf der Straße. Brauchen wir uns keinen Kopf machen. Genau, das Kind, das war das untote Geisterkind, was hier den Ort bewacht. Das kann auch sein, ja. Hat uns ja nichts getan. Nee, genau. Na komm, trau dich. Naja, wir werden erstmal ein bisschen wach hier, packen zusammen und dann nehme ich euch mit auf dem Weg nach draußen. GoPro Aufnahme Stopp. Raus hier, Freunde, raus hier aus dem Ding. Was? Ja, die ganzen Fensterläden sind zu, ne? Hier oben ist zwar offen. Kannst du noch das Bild von gestern zeigen? Welches Bild? Will nur gucken, ob die Puppe gleich sitzt. Das, was du gemacht hast von diesem Bild. Ja. Ich mache, die sitzt jetzt anders. Das wäre so krank. Aber eh nicht.
Flaschen überall. Ne? Ich bin das Handy gesteckt. In der Tasche, ja, oh Mann. Ich schwöre, ich mache keinen Scheiß. Ich schwöre, ich habe... Ohne Mist jetzt. Die Puppe sitzt echt anders, ne? Ja, die sitzt anders. Wir haben gerade die Bilder verglichen, weil ich habe einfach mal spaßhalber ein Foto von der Puppe gemacht. Nicht viel anders. Aber ein bisschen. Ja, warte mal, ich guck nochmal. Oder habe ich die nochmal angefasst oder so, ne? Hat die sich währenddessen vielleicht bewegt, wo wir da saßen? Zoom mal ran. Zoom mal ran. Bei dem letzten Bild, was wir haben von der Puppe. Das ist das letzte mit mir. Zoom mal ran. Ich zoome auch ran. Alter, den Kopf irgendwie viel weiter unten. Ja, so, nee. Die sitzt das generell ist ja später, weiter unten. Das ist ja später, die hat das Gesicht weiter zu uns gedreht. Da hängt der Kopf doch viel weiter runter vorher. Das ist ja nachher hier links. Ach, das ist nachher. Ja, ja, links ist jetzt ja, nachher. Die ist halt ein bisschen runtergerutscht, ne? Meinst du? Wovon, halt Alter? Ja, viel anders ist es jetzt nicht, ne? Aber es ist anders. Ja, schon. Boah, das ist gruselig, Junge. Schon ein bisschen gruselig. Das ist echt gruselig. What the fuck? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich habe zum Spaß ein Foto gemacht. Weil ich mir so dachte, boah, lass es mal vergleichen mit den Bildern gestern. Und das sieht echt ein bisschen anders aus, Mann. So, hier steht der Bewegungsmelder, den löse ich jetzt wahrscheinlich wieder aus, ne? Ja, ich sammle den auch jetzt. Die haben wir offen gelassen, ne? Hä? Ne, wir haben nur die dahinter zugemacht, ja, oder? Und die dahinter. Boah, hier stinkt so, ne? Schimmelpimmel, ey. Hier der Mock. Richtig schimmelig. Raus in die Freiheit. Alles feucht hier, ey. Alles feucht. Dieser Morgentau. Ich werde festgehalten hier von der Ranke, ey. Morgentau, was laber ich eigentlich für eine Scheiße, ey. Es hat doch gerade geregnet. Mein Gott. So, da ist die Wildkamera. Checken wir jetzt eben auch nochmal.
versöhnt. Wildcam auch am Start. Ja, sehr gut. Ich bin gespannt, ob was zu sehen ist. Das wäre es, wenn hier noch jemand rumschleicht nachts. Ja. Gucken wir uns jetzt mal an. Aufnahme Stopp. Ja, wo ist denn die Drohne? Ist die vorne? Wahrscheinlich schon mal abgeschlossen, ne? Ja. Freunde, also auf der Wildkamera war zum Glück nichts zu sehen. Ja. Und jetzt gehen wir uns erstmal frisch machen und dann geht's weiter on Tour zur nächsten Location. Ich freue mich drauf. Dann gib mir her die Drohne. Macht aber noch einen Filter drauf wegen der Sonne. Okay. Ach, jetzt haben wir die Immobilie gar nicht gesichert wieder. Ja, mit unseren Klebern. Die ist es nicht wert, ne? Jo, wir sind wieder vom Gelände runter. Auf der Wildkamera war nichts zu sehen. Da oben auf dem Hügel sieht man auch ein Chateau. Also was ist wirklich eine schöne Gegend hier, sehr bergig, hügelig, am Rand der Pyrenäen, am Rand der spanischen Grenze. Bald werde ich hier auch mit meinem Gravelbike durchradeln, ungefähr hier in der Ecke. Ja, vielleicht komme ich dann ja wieder hier vorbei und verbringe eine Nacht hier, wer weiß, mal sehen. Für uns geht es jetzt wieder auf die Straße drauf rauf. Aufnahme Stopp. GoPro-Aufnahme beenden. GoPro-Aufnahme Stopp!